Herzlich willkommen, liebe Freunde. Und herzlich willkommen, lieber Frank, du bist wieder dabei. Warum sind wir nach 3 Tagen schon wieder dabei? Ich meine, da ist eine Menge passiert. Wir haben im letzten Realitätsabgleich über Dinge berichtet, über ein 3-Tages-Fenster. Das ist ja im Grunde genommen jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Da ist mehr passiert, als die öffentlichen Medien darüber berichtet haben. So wichtig, dass wir gesagt haben, entschieden haben, wir machen jetzt nochmal eine Sendung. Und das ist auch der Grund, warum wir das jetzt hier machen. Und schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, Dieter. Ich hatte auch gestern auch eine andere Sendung, die aufgezeichnet wurde, auch das Thema angestrichen, nicht so detailliert, wie wir es zum ersten Mal gemacht haben. Aber es ist schon in dem Bewusstsein der Massen irgendwie gekommen. Einige, die bekannt dafür sind, über solche Sachen zu berichten, haben viel mehr Views, als sie jederzeit mal gehabt haben. Und ich glaube, man spürt da, dass da irgendwas auf uns zukommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir drüber reden. In jedem Fall. In jedem Fall. Und ich möchte vielleicht gleich zu Beginn auch schon so die Grundrichtung nochmal auch für die klarlegen. Das ist der Schwerpunkt bei unseren Sendungen ja grundsätzlich, wenn wir Realitätsabgleiche vornehmen, ist es ja aus der Metaebene. Es sind ja keine kosmischen Wetterberichte, die gab es ja auch, die haben wir hier ja mit integriert. Ja. Aber letztlich geht es hier nicht darum, über irgendwelche kataklysmischen Ereignisse, die vielleicht schon da sind oder einige davon sind ja schon da, dürfen wir nicht vergessen, und die noch kommen werden, zu berichten, sondern es hat ja alles einen Grund. Und in der Regel sind es immer aus der Ebene der geistigen Wechselwirkung, Geist-Materie, Psychosomatik, geistigen Ursprung. Also wichtig, daran nochmal zu erinnern, dass alles das, was wir jetzt hier behandeln, im Schwerpunkt liegt, dass die Dinge, die sich ereignen, auch immer wieder hinterfragt werden sollten, wie innen so außen, nach dem Motto, was hat es mit mir zu tun? Was sind da für geistige Prozesse gerade, die ich auch selber anschauen sollte oder nicht? Aber auch da nochmal eine Sache, ich nicht nur fühle, die ich zwar nicht beweisen kann, aber ich denke, sehr viele von euch und du wahrscheinlich genauso, Frank, wir spüren, ja, und wir müssen dafür gar keine Beweise haben, dass sich etwas sehr Großes, etwas so unfassbar Großes gerade ereignet, was wir überhaupt nicht ermessen können und wahrscheinlich auch gar nicht ermessen sollten im allgemeinen Sinne. Ja, dann kommt man sehr leicht in die Angst, sondern immer uns wieder daran zu erinnern, dass wir nichts falsch gemacht haben, dass wir dabei bleiben sollen, nicht in die Angst gehen, sondern einfach mal uns daran wieder erinnern, wer wir wirklich sind und vielleicht noch ein paar Hausaufgaben machen, die werde ich vielleicht zum Schluss noch zusammenfassen. Aber das Wichtigste, was in jedem Fall vielleicht doch jetzt gesagt werden sollte, dass alles, was uns im Außen gerade ja mehr oder weniger ja tangiert oder sogar um die Ohren fliegt, ja, das sind auch letztlich nichts anderes als Weckrufe, die uns erkennen lassen sollen, dass da etwas angeschaut werden möchte, ja, uns daran erinnern möchte. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir unsterbliche Wesen sind und dass wir mit Schöpfungskräften ausgestattet sind, die nur sich daran messen müssen, ob wir daran glauben oder sie umsetzen oder eben nicht. Das ist ganz wichtig. Das vorweg und dem jetzt mal als Einstieg zu der eigentlichen Sendung möchte ich sagen, es sind nicht die Solar Flares, die Sonnenaktivitäten, die mehr oder weniger im Fokus der meisten stehen gerade, die sich für das Thema interessieren oder was heißt interessieren, die da dafür leben geradezu, die alle paar Stunden auch, da kenne ich eine ganze Menge Leute, sich die Werte anschauen, die Sonnenaktivitäten, dazu zähle ich ja übrigens auch, aber da entsteht sehr leicht der Eindruck, dass die Sonne primär jetzt das Maß aller Dinge ist. Ich sage euch, es sind die kosmischen Strahlen, die aus dem galaktischen Zentrum auf uns einwirken. Frank, wir haben über diesen Prozess ja schon geredet, dieser Verschweißungsprozess vom galaktischen Zentrum, Sagittarius A, da kommen jetzt die Strahlen hier an. Der Prozess ist ja schon einige tausend Jahre alt. 26.000 Jahre her. Die Stoppuhr nicht mitlaufen lassen, aber ungefähr wird es das sein. Das heißt aber, dadurch, dass diese Strahlen ja jetzt hier gemessen werden, ist das Ereignis eben auch der Art, dass es uns tangiert. Die Strahlen wirken auf uns ein. Also die Logik ist, glaube ich, unstrittig in der Bewertung. Ich weiß noch als Kind, wo wir irgendwo bei einem großen Strand gebadet haben und da kam so ein Ölschiff. In der ganz Ferne konnte man so ein Ölschiff sehen am Horizont, weißt du? Und dann auf einmal, so 45 Minuten später, kamen dann diese riesen Wellen an. Das ist so ungefähr das Gleiche, oder? Könnte man sagen. Ja. Nichts anderes, oder?
Es ist ein guter Vergleich, genau. Denn die eigentlichen Partikel, die dann ja hinterher kommen, bestehen ja schon eben. Partikel sind ja Masseteilchen. Die brauchen natürlich länger. Die sind noch nicht hier. Ja? Also die hochenergetischen Strahlen können sich zwar auch umwandeln in kleine Partikel, aber das sind die Vorboten, die aber jetzt uns immer mehr, die sich immer mehr steigern und vor allen Dingen uns auf unseren Geist auch einwirken, auf unser Bewusstsein. Und da bitte nochmal, liebe Freunde, in Erinnerung zu rufen, wir wissen alle, was Psychosomatik ist. Es geht faktisch tatsächlich um die Wechselwirkung zwischen Geist und Materie. Und das ist nicht trennbar. Geist und Materie gehören zusammen. Denn letztlich ist ja alles eins. Wie soll es denn noch anders sein? Und so sind eben die Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischen Feldern, eben die Wellen, die Strahlen, die jetzt auf uns einwirken, und Lebewesen. Wir sind Lebewesen und nicht nur wir. Da gibt es eindeutige Wechselwirkungen. Ich habe mich seit 1980 professionell mit diesem Thema auseinandergesetzt. Tatsächlich hieß damals der Arbeitsbereich Wechselwirkung zwischen elektromagnetischen Feldern und biologischen Systemen. Grausam, oder? Also biologische Systeme sind Lebewesen. Aber es ging darum, die Wechselwirkung zwischen Magnetfeldern, elektromagnetischen Wellen, die jetzt auf uns einwirken, und Lebewesen. So. Und das hat sehr viel, eigentlich sogar am meisten mit unseren geistigen Quali und Quantitäten zu tun. Überrascht dich das, Frank? Aber eigentlich weißt du das ja auch, oder? Ja, also das weiß ich schon. Das ist ziemlich klar gesagt, und wir haben es ja auch in unserem Film Solar Revolution, haben wir ja den Professor Michael Persinger zum Wort gebracht, und der hat das in seinen eigenen Worten fast eins zu eins so gesagt, in seinem Fachbegriff, aber im Prinzip. Ja, er sagte ja auch, also es hat ja schon öfter große Evolutionssprünge gegeben. Ja. Und immer dann, wenn das der Fall war, waren ganz bestimmte elektromagnetische Erdfelder, weil es ist das einzige Medium, was uns alle miteinander verbindet, weil es plötzlich auftrat, hat sich nicht erwachsen, sondern es ist plötzlich entstanden. Und das haben wir hier jetzt gerade. Deswegen sind wir relativ sicher in dem, was wir hier auch kommentieren und anbieten, weil wir haben uns ja wirklich lange, lange nicht nur damit auseinandergesetzt, sondern die Top-Leute ja auch interviewt. Frank, du ja auch vor allen Dingen. Du warst ja bei den Leuten wie Persinger und hast die ja direkt vor dir gehabt. Ich kann mich noch erinnern. Ich weiß, ich habe Bilder von dir gesehen. Außerdem sehen wir es ja auch noch mal. Ich muss da gewesen sein, Dieter. Ich glaube, man kann das nicht leugnen, ja. Ganz genau. Okay, also, und setzen wir das weiter fort, also um da jetzt den roten Faden zu behalten. Also faktisch sind es also primär tatsächlich die uns interessierenden, oder die sollten uns primär interessieren, die elektromagnetischen Felder und die Magnetfelder. So, und da zitiere ich jetzt mal, ein bisschen grob habe ich das jetzt getan, den Astrophysiker Robert Sarkis Karapetians, der ja lange am Max-Planck-Institut für Astrophysik geforscht hat und sich da richtig gut auskennt. Von ihm stammt zum Beispiel die Aussage: Es ist in Kreisen der Astrophysiker bekannt, dass seit 2019 die Strahlung vom galaktischen Zentrum zugenommen hat, von welchem eine entsprechend starke oder stärkere Strahlung ausgesendet wird. Seitdem aktiviert diese erhöhte Strahlung unter anderem eben die Mikrowellenleser, Laser genannt, alle Sterne in unserer Galaxis. Ja, und das sehen wir aber natürlich primär in unserem Stern oder Sonnensystem. Ja, Sterne sind ja Sonnen ganz besonders. Das heißt, wir sind hier eingebunden. Das ist also nicht nur ein lokaler Prozess, sondern es ist wirklich ein kosmischer Prozess im wahrsten Sinne. Und dann hat er weiter zusammengefasst nochmal, dies führt dazu, dass unsere Sonne sich stark aktiviert. Das sehen wir ja. Dieser Aktivierungsprozess verläuft synchron zum Erwachen der Menschheit. Was ist das für eine Aussage, oder? Ich meine, da sind wir genau wieder an dem Kernpunkt, worum es eigentlich geht. Ja, also wenn ich jetzt das so sehe, es gibt ja diese Sonnenzyklen, die laufen ja über 11,3 Jahren hoch und runter, und man könnte sagen, über so eine lange Zeit, dass wir dann schon mehrere Zeiten hatten, wo die Sonnenaktivität wieder hochkam und wieder runterfuhr. Aber man muss schon sagen, und das, was du uns beim letzten Mal gezeigt hast, dieses Graph, wo man sieht, dass wir jetzt auf dieses neue Solar Maximum drauf steuern, da sind wir ja schon mit den Energie-Spikes da, wo eigentlich die Peaks vom letzten Peak waren. Wir sind noch nicht mal am Peak angekommen. Wir sind noch 5-6 Jahre davon entfernt, bis wir an diesem Punkt angekommen sind. Das heißt für mich eigentlich nur, dass diese Strahlung, dieser Maser in Kombination mit dem diesmaligen Sonnenmaximum eine besondere tolle Wirkung auf uns haben wird.
Also eine Wirkung, die wahrscheinlich alle 26 oder 23.000 Jahre mal passiert. Also das ist aber, davon gehe ich aus und da könnte ich jetzt noch eine Menge nachlegen, lassen wir jetzt mal aus aktuellem Anlass. Aber das ist ein Zyklus, der jetzt in Erscheinung tritt, der so atypisch ist, dass man nicht sagen kann, man kann sich auf Zyklen vorher beziehen. Im Groben schon, aber nicht, wenn es ums kollektive Erwachen der Menschheit geht. Das ist etwas Einzigartiges. Ja, und das erkennen wir da auch schon dran, was Robert Sarkis Garapedians mir dann auch noch gesagt und auch aufgeschrieben hat. Ich fasse das mal kurz zusammen hier. Die Zirbeldrüse der Menschheit ist stark degeneriert und kann so nur wenig vom Erweckungshormon Serotonin produzieren, womit wir nur 5-8% erweckt werden. Nachdem wir an dem höchsten Peak von der Mesadik, also von der galaktischen Scheibe, ja, das ist ja die Galaxis von oben gesehen, eine Spirale, deswegen wird sie auch ganz gerne Disk genannt, angekommen sind, also da, wo wir jetzt sind, werden wir beginnen zu wachsen, und zwar durch die Zirbeldrüse, die epigenetisch wieder voll anwachsen wird und dadurch uns in das volle Potenzial zum höchsten Bewusstseinszustand erheben wird. Ja, das sind ja die Aussagen, die ich auch seit Jahren immer von mir gebe. Ich komme ja aus der Zirbeldrüsenforschung, ja, und das auch schon einige Jahrzehnte. Aber dass es ein Astrophysiker ebenso herleitet, hat mich nochmal, ja, sehr freudig und ja, positiv überrascht. Kann man da sagen, unabhängig von der Verkalkung, das dazu geführt hat, dass unsere Zirbeldrüse verstopft ist, dass das trotzdem der Fall sein wird? Oder wie soll man das verstehen, wie er das da schreibt? Also ich kenne ihn ja nur auch privat und wir haben viele Gespräche, viele Stunden nur darüber gesprochen und sind aber doch übereingekommen, auch diese Frage zum Beispiel, die du gerade gestellt hast, ja, wie kann das passieren und ist das überhaupt möglich bei Leuten, die eine sehr stark degenerierte Zirbeldrüse haben? Also in jedem Fall durch die Impulse, die ja eine Resonanz haben zu ganz bestimmten Hormonen, Molekülen, ja, und aus denen wir nur bestehen, aus denen auch vor allem die Zirbeldrüse besteht, ja. Die führen zu einer, wenn man so will, Bewegung. Über die Resonanz entsteht ja auch eine Bewegung, ein Abschütteln, was ein Abschütteln möglich macht, diese Dinge. Also ich beantworte es ganz einfach und sage ja, inwiefern das auch komplett wieder zu einer hundertprozentig aktiven Zirbeldrüse führen wird, das kann ich nicht sagen, aber es wirkt auf jeden Fall auch bei den Leuten, die eine, ich sage mal, mehr oder weniger, und das sind wohl sehr viele, wie er hier schreibt, das glaube ich auch, degenerierte Zirbeldrüse eben auch verkalkte haben. Ein Ja als Antwort von mir. Und das heißt eigentlich nur, dass vielleicht sogar die Verstopfung oder Verkalkung oder Minimierung der Funktion dieser Zirbeldrüse, wie alles andere, wie du schon öfters erwähnst, dass ein kosmisches Spiel da ist, ein Orchester, dass das irgendwie alles absichtlich passiert von einem Schöpferwesen, dass sogar die Verstopfung der Zirbeldrüse möglicherweise sogar eine Funktion hat, damit wir nicht gleich durchknallen. Weil wir, das ist fast so ein gemäßigtes Erwachen oder Auflösen und Aufklären der Zirbeldrüse sogar. Das kommt mir so in den Gedanken gerade, wo du das sagst. Ja, es ist etwas, was mich ganz stark daran erinnert, was Jiddu Krishnamurti einmal berichtet hat. Das heißt, es hat eigentlich, ich glaube, Annie Vincent, die mit ihm zusammengelebt hat, berichtet, wie er sie vorbereitet hat, gesagt, du, ich werde in den nächsten Wochen einen Prozess durchmachen. Wunder dich nicht, dass es mir vielleicht nicht gut geht, aber ich werde mit Maitreya zusammentreffen, um da eine höhere Ebene zu erreichen und mit meinem physischen Körper. Und das macht man nicht mal eben nebenbei. Und das hat über Wochen gedauert und hat zu sehr starken körperlichen Empfindungen oder Befindlichkeiten geführt. Also dass sie teilweise eingreifen wollte, um ihn da zu retten und sagte, nein, das gehört mit dazu. Und letztlich fand dieser Prozess wohl statt. Es war alles hell durchleuchtet durch die Türritze. Die Kleine war mitten in der Nacht so viel goldenes Licht. Ich beschreibe original, was sie berichtet hat. Im ganzen Flur, als wenn die Sonne direkt mitten in diesem Zimmer, wo der Krishnamurti drin war, dann auch sich aufhielt. Erinnert mich ein bisschen daran. Also wir werden ja langsam darauf vorbereitet. Ja, also das sind auch oftmals, kann man ganz viele körperliche Befindlichkeiten, die unangenehm sind, auch so sehen. Ja, und du hast es auch meines Erachtens richtig ausgedrückt. Es ist ja rein faktisch so, wir wären doch sinnesüberreizt, wenn alles auf einmal jetzt durchkommt. Ja, wie willst du denn das verarbeiten? Ja. Geht gar nicht. Ja.
Ja, schön, dass du mich da nochmal dran erinnerst. Ich wollte schon gleich weitergehen. Aber ich bleibe ja im roten Fadenbereich. Und das ist auch noch eine Arbeit, die ich schon vor einigen Jahren einmal präsentiert habe. Deswegen habe ich hier auch nur einen Screenshot aus einer alten PowerPoint-Präsentation eingearbeitet. Da geht es um die Verhaltensveränderung durch den Einfluss der serotonergen Systeme. Da hat ja Robert gerade darüber gesprochen. Serotonin als das Molekül, was uns überhaupt ins Tagesbewusstsein, im Wachzustand hält, ja, und aus dem dann auch später Melatonin umgewandelt wird in der Zirbeldrüse. Deswegen stehen die in Wechselwirkung. Und ganz spannend ist ja hier, und das lese ich mal kurz vor, die Stimmungsänderungen nach den zwei unterschiedlichen Frequenzen waren signifikant negativ korreliert. So heißen, Patienten, die bei einer Frequenz eine Stimmungsverbesserung zeigten, verschlechterten sich nach Stimulation einer anderen Frequenz. Also, es geht faktisch darum, das ist Essenz oder die Zusammenfassung einer klinischen Studie übrigens, und dass man festgestellt hat, dass in Abhängigkeit der Frequenzen eine Stimmungsaufhellung generiert wird bei Menschen, nicht nur Patienten sind ja Menschen, auch bei klinisch unauffälligen, also gesunden, oder eben bei einer anderen Frequenz auch einer unangenehmen. Das soll nur erstmal markieren, dass diese Wirkung in einer Art schon nicht nur akzeptiert sind, sondern nachgewiesen wurden. Aber wenn ich das jetzt in diesem aktuellen Kontext stelle, soll das heißen, dass auch durch unterschiedliche Frequenzen, die jetzt hier manipulativ eingesetzt werden, über das, was wir oftmals sehen, übrigens bei den Messungen in Tomsk, ja, da kommen wir zunehmend mehr zum einwandfreien Ergebnis. Das ist handgemacht. Da legt irgendjemand Hand an und will uns da ins Feuer schubsen. Und wir wissen, dass die 20 Hertz zum Beispiel jetzt zu Frequenzen, also eine Frequenz ist, die wir ja sehen können, die wahrscheinlich eine solche andere Frequenz ist, denn wir kommen nachts nicht in die Ruhe. Spannend. Also diese Frequenzen werden da nicht angegeben. Weißt du zufällig, welche zwei Frequenzen da von da geredet wird? Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die stimmungsverbessernde Frequenz die 10 Hertz ist. Da hätte ich jetzt eine ganze Menge. Das war ein ganzer Vorteil, den ich gehalten habe. Da gibt es noch 35 andere Folien zu. Das ist eigentlich nur die Essenz daraus. Ich will das nur markieren hier oder damit zum Ausdruck bringen, dass das auch in Abhängigkeit der Frequenzen steht. Ja, und eine Stimmungsverbesserung hat ja auch immer einen Hintergrund. Also wenn ich mich gut fühle, geht's ja, natürlich will sich jeder gut fühlen, aber ein Gutfühlen hat ja auch immer noch Gründe, die nicht nur eben elektromagnetischer Art sind. Ja, also ich habe mich zum Beispiel jetzt vor anderthalb Stunden sowas von gut gefühlt. Ich hatte eine Art kleine Ekstase, ja, wo andere um mich herum daneben standen und denen ging es gerade gar nicht gut. Durch zum Beispiel gerade kosmische Strahlen, die auf uns einwirken. Das ist auch eben noch, deswegen erwähne ich das auch, abhängig davon, in welchem Frequenzbereich du dich gerade befindest. Wenn du selber in dem Frequenzbereich der Angst bist, der Unruhe bist, ja, Nervosität, Unruhe und so weiter ist ja ein großes Paket, dann wirkt sich das Ganze auch meistens verschlechternd aus. Das ist ja einer der Gründe, warum ich diese Aufklärungsarbeit mit dir hier mache, dass wir darauf achten sollten, dass nicht gleich so Schmerz oder Bitterat-Tabletten gegriffen werden sollte, sondern hinterfragen und hineinfühlen, was passiert jetzt, wenn ich einfach in die Ruhe gehe? Wenn ich eine Zwangsverordnung durchführe, mir selber auferlege und sage, jetzt gehe ich in die Ruhe. Ja, sagt sich zwar so leicht, aber trotz alledem, wer es einmal gemacht hat, weiß ganz genau, was ich hier mit ausdrücken möchte. Ja, da kommen ja gleich drei Fragen, aber egal, wir müssen weiter. Okay. Vielleicht so. Hole ich das nach. Ja, genau. Jetzt nochmal etwas, was tatsächlich ich noch nie veröffentlicht habe in der Form. Es geht um die Wirkung von den Spherix, ja, also die wir ja anschauen, wenn wir uns die Messungen anschauen, der Messstation in Tomsk, ja, oder die in Italien oder die von Roland McGrady Hartmann-Institut, das sind eben die Atmospherix, die ja zustande kommen durch Blitzentladung und die entsprechend mit unseren psychischen Auffälligkeiten positiv wie negativ korrelieren. Und ich habe vor vielen Jahren, und ich glaube, es war 1990, habe ich besucht Professor Runstrup Bauer, Max-Planck-Institutsdirektor in Garching für Biochemie. Und der Mann war völlig verbittert. Er sagte mir nur eins, werde ich nie vergessen, zeigte mir Akten um sich herum und sagte, mein Leben lang habe ich als Physiker und Biochemiker, der war Professor für beide Fachbereiche, geforscht. Und nichts davon, hat er richtig geschrien, nichts davon durfte ich veröffentlichen.
Ich möchte es hier nicht so weit führen, aber der Punkt war, dass das alles militärischer Bereich war. Ja, das hat er mir ganz genau erklärt, dass das alles unter Top Secret lief. Also ich erzähle es deswegen, Sphärix-Forschung ist nicht transparent, was uns da gezeigt wird, ist nicht immer so, wie es ausschaut. Das dürfte dich jetzt vielleicht auch ein bisschen überraschen, weil ich gehe jetzt mal wirklich ins Nähkästchen mit dieser Folie, weil dieser Professor sagte mir dann noch, der war schon 82, als er mir das erzählte, ja, er sagte, ich gehe jetzt, ich setze mich zur Ruhe, aber ich habe, da ich nichts veröffentlichen durfte, einfach nochmal ein Europapatent angemeldet, wo ich alle diese Dinge, um die es letztlich ging, in der Essenz aufgelistet habe. Das kann man mir nicht verbieten. Ich verfüge über dieses Europapatent. Das ist, glaube ich, nie erteilt worden, übrigens zurückgewiesen worden. Aber hier geht es tatsächlich um die Beeinflussung durch Sphärix-Frequenzen, diese Sphärix-Frequenzen, wie man damit Menschen beeinflussen kann. Positiv wie negativ. Überrascht dich das, Frank? Vielleicht ist überrascht nicht das richtige Wort. Ich finde das einfach ergänzend. Und es ist halt wieder so ein Fall, von wo man sich denkt, was für Wissen es da draußen wirklich gäbe, wenn es zugelassen wäre. Ja? Und die andere Sache ist, dass was man daraus dann machen könnte, wenn man dieses Wissen eigentlich weit verbreitet hätte. Es ging hier dann eigentlich nur um, damit er das was dokumentiert und mal schriftlich alles zusammenfasst und on the record stellt, egal ob es da ein Patent gegeben wurde oder nicht, oder? Ja, weil dann, gut, es war eine Art, auf seine Geheimnisse aufmerksam zu machen. Und ich bin nun einer von ihnen. Ich habe damals eine Kopie dieser Patentanmeldung bekommen. Die findet man sonst nicht, übrigens, ja. Ja. Und da geht es davor, und es ist gut, dass du mich nochmal von hinten so antippst. Worum geht es denn hier in diesem Patent? Unter anderem darin, dass ganz bestimmte Sphärix-Frequenzen, es gibt ja unterschiedliche Sphärix-Frequenzen mit unterschiedlichen Frequenzen, das ist uns nicht neu. Da gibt es Frequenzen, die sogar auf entartete Zellen, diese Studien sind gemacht worden, auf Krebs positiv einwirken konnten. Ja? Und zwar positiv ist schon ein fast untertriebener Begriff. Also da wird es auch heikel, kann man sich sehr gut vorstellen. Wiederum andere Frequenzen, auch unter den Sphärix-Frequenzen, tun uns dann nun gar nicht gut, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Also kurz zu unterbrechen, Sphärix, für Leute, die das nicht kennen, dieses Wort, das sind energetische Ladungen, oder? Sind das, kann man das so verstehen, dass das Energie, das eine gewisse Frequenz hat, wie ein Strahl oder wie ein Strom? Wir messen die ja an die Messstation wie Tomsk. Das sind Atmospherix, ja, Sphärix ist ja nur die Abkürzung. Das sind diese Impulse, die entstehen, die entsprechend auch die Grundfrequenz durch die Erde definiert, unserer Zirbeldrüse haben, nämlich 8 Hertz. Aber sie haben natürlich auch noch entsprechende Oberwellen, ja, die dann natürlich andere Wirkungen haben. Aber es gibt tatsächlich auch die sogenannten Schönwetter-Sphärix und es gibt die Schlechtwetter-Sphärix. Die liegen dann tatsächlich im Kilohertz-Bereich bei 10 und 25 Kilohertz. Ein großes Thema, da könnten wir uns jetzt auch drin verlaufen, sollen nur zum Ausdruck gebracht werden, deswegen dient diese Folie hier und mein Statement dazu, dass dieses Atmospherix, über die wir ja seit Jahren berichten, und das ist ja heute in jedermanns Fundus auch enthalten, vielleicht das Wort nicht unbedingt, aber die Ergebnisse, die wir uns anschauen, wenn wir uns die Messung anschauen, der Messstation wie Tomsk, dann sind das Spherix, also Atmospherix. Mother Nature's Heilmaschine. Ja, es sind elektromagnetische Wellen, ja. Ja, als Impulse, ja, Impulsform. Ja, und ja, das glaube ich, das, was ich dazu sagen. Hier ist nochmal tatsächlich, das sehe ich gerade, ich überrasche mich selber, ein kleiner Ausschnitt aus dem Patent. Ja, Sphärix können das Wachstum von Zellen beeinflussen. Ja, also hier stehen zum Beispiel hier die 10 Kilohertz, die ich eben gerade erwähnt habe, die sich positiv auswirken. Das galt alles noch mit, ich weiß nicht, wie es heute ist, tatsächlich auch zu dem sogenannten geheimen Patentbereich. Ja, also das ist, soll ermutigend für uns sein. Denn tatsächlich ist es so, dass naturgemäß, das, was ich immer nenne, kosmisch orchestrierte Frequenzen, die auf uns einwirken, aus dem Kosmos jetzt, die Wellen aus dem Universum, im ganz Speziellen aus dem Zentrum unserer Galaxis, führen uns genau in diesen Prozess der Regeneration, also des Neuwachsen auch von neuen Zellsystemen und so weiter. Ein ganz großes Thema und da sollten wir mehr Augenmerk reinsetzen. Nur, was nützt das Ganze, wenn wir in die Angst gehen und irgendwo uns in den Bereichen der möglichen Kataklysmen verlieren?
Ja, also die Information, die auf uns zukommt, wir haben ja die Möglichkeit, selber zu beeinflussen, ob es uns negativ oder positiv bewirkt. Also die ganzen Frequenzenspektrums sind ja da. Also sowohl die guten, nehme ich an, wie die schlechten. Und es ist unser Fokus, der das bestimmen kann. Und es ist letztlich auch da wieder die Resonanz. Es kann ja nur etwas ankommen, was uns jetzt mal beispielsweise betrifft, wenn die Resonanzfrequenz da ist, die dann eben die negativen Frequenzen anzieht oder mit denen resoniert. Soll heißen, wenn wir in den Angstbereich gehen, haben wir die Frequenzen und die werden auch verstärkt. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach. Deswegen sollten wir um alles in der Welt versuchen, und ein bisschen mehr als versuchen bitte, in die Ruhe zu kommen. Und in die Freude zu kommen, weil dann ziehen wir im Resonanzbereich die entsprechenden Frequenzen an, die in einer Fülle und Intensität da sind, wie sie vorher nicht waren. Dann geht es in die andere Richtung. Ich glaube, da kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen. Ja, und für mich ist so ein Begriff wie Freude halt so, ich glaube, dass da muss man vielleicht auch ein bisschen definieren, einfach so, happy zu sein, das ist ja auch bescheuert irgendwie. Die Freude, ich glaube, von der du redest, das ist eine gewisse Qualität der Freude. Das ist, man kann sagen, man hat Freude, dass dieser Wandlungsprozess jetzt gerade abläuft und dass das bedeutet, dass die Menschheit sich jetzt diesen Quantensprung, der erwartete Quantensprung unseres Bewusstseins dann tatsächlich umsetzt und dass alles dafür da ist, um das zu ermöglichen. Das ist auch eine gewisse Freude, im Vergleich zu einfach Freude, dass dein Lieblingsfußballmannschaft jetzt gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Das ist eine andere Qualität der Freude. Ich unterscheide ja zwischen Freude des Verstandes, ja, das ist Spaß, der Verstand kann sich nicht wirklich freuen, auf seine Art schon, aber die echte Freude kommt immer aus dem Herzen. Und wenn man wirklich in der Freude aus dem Herzen ist, dann fühlst du das, das ist eine Ekstase. Du hast nicht eine Ekstase in dem Sinne, weil Bayern München gerade als ein Fußballfavoritverein ein Tor geschossen hat. Das ist die Freude des Verstandes, ja. Also da gibt es riesen Unterschiede. Und ich habe genau dafür, für diesen Bereich auch kostenlos, wie ja die meisten meiner Dinge, ins Netz gestellt. Bei Google kann man immer noch die Stell-dir-vor-Übungen sich abladen. Und da geht es genau darum, sozusagen, also ein Prozess, dass man kurz die Augen schließt und erstmal in die Ruhe geht und dann Ausschau hält nach Momenten in seinem persönlichen Leben, wo man wirklich in der echten Freude war. Ja, und das hat jeder schon mal erlebt. Und zwar die echte, das erkläre ich dann auch, dass es nicht darum geht, dass sein Lieblingsverein gerade mal gewonnen hat. Also um es mal ein bisschen trivial auszudrücken. Also da ist eine Menge Vorarbeit von mir geleistet worden. Also es geht natürlich darum, um die Freude aus dem Herzen zu generieren. Und jeder von uns hat schon etwas erlebt. Als, ich sag mal, als Erinnerung dessen, dass wir schon mal in der echten Freude waren. Ja, da muss man sich im Moment gar nicht groß was Neues erschaffen, sondern wäre der zweite Prozess. Ich gehe also in eine Erinnerung hinein, wo ich nachweislich weiß und mich wieder erinnere und es wieder fühle. Das war wirklich Freude. Das war wirklich Ekstase. Da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Und wenn ich dieses Gefühl, diesen Zustand der Freude nehme und mir dann etwas visualisiere, wie die neue Welt zum Beispiel auszusehen hat, ja, dann sind wir genau die Manifestoren, die wir jetzt auch brauchen für die Erde 2.0. Das ist mit ganz wenigen Worten das nochmal zu diesem Thema Freude. Ja. Okay. Bleiben wir bei den elektromagnetischen Wellen, die zunehmend mehr aus dem Kosmos auf uns einwirken. Und bleiben wir bei den Veränderungen des Erdmagnetfeldes. Die schwächen sich ja zunehmend mehr ab. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, der auch große psychische Bedeutung hat. Da weise ich auf dieses Buch hier hin und da muss man nur nicht gelesen haben, aber das ist auch schon ein älteres Buch. Das ist aus dem Jahr 2005. Kenne die Kollegen da noch übrigens. Und da geht es um die Zusammenhänge, dass Erdmagnetfelder und elektromagnetische Felder, über die reden wir ja, tatsächlich, wenn die entsprechenden Intensitäten oder Feldstärken da sind oder Frequenzen, telepathische Erlebnisse induziert, also hervorgerufen werden. Ja? Halluzinationen und telepathische Zustände. Also da muss man sich mal vorstellen, das ist ein gesicherter Forschungsbereich. Wer weiß denn das schon? Das müsste eigentlich jeder wissen. Weil wenn man das akzeptiert, annimmt, dass das so ist und bei Gott, es ist so, dann versetzt es uns doch in eine ganz andere Lage, dass wir eine andere Haltung annehmen und sagen, okay, ja, dann halte ich doch bitte mal danach Ausschau und forciere das Ganze. Gehe dem Ganzen entgegen und wehre mich nicht oder ignoriere das. Was macht es mit dir, Frank, wenn du das liest? Ich glaube, du hast das schon mal von gehört, oder?
Ja, und für mich ist dieser Begriff Halluzinationen auch mit Visionen auszutauschen. Weil Halluzinationen hat einen negativen Spin und Visionen hat einen positiven Spin. Und Und auch eigentlich, was man da sieht in einer Halluzination, ist eine Vision. Man sieht etwas, ja, man innerlich. Man hat dann im inneren Auge sieht man etwas. Und das ist, okay, Halluzinationen hat ein Gefühl von Unbewusstsein. Ja, man ist unbewusst und dann halluziniert man, like wie zum Beispiel Alexander Eben, als er, bevor er sein großes Erwachen hatte, selber, wo er im Koma war, hat er mal gesagt, dass die Patienten, die da lagen bei der OP, immer noch Teile der Gehirn aktiv hatten, die gewisse Chemikalien von sich gaben, dass Halluzinationen auslösten. Und im Prinzip haben die Leute, die dort unter Messer waren und unbewusst waren, tatsächlich echte Visionen. Und das wollte er nicht akzeptieren. Und das ist der Unterschied, ja, zwischen diese Wahrheit, also wahrnehmen, ein gutes Wort eigentlich wieder auf Deutsch, wahrnehmen, ja, und komplett unbewusst irgendwas zu sehen, ungesteuert und keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Ja, das ist ungefiltert, das ist ganz wichtig, außerhalb des Verstandes, der Verstand ist Deutung. Und es ist genauso wie mit den psychischen Auffälligkeiten. Ja, auch so ein Begriff, der erstmal assoziiert, das ist was Pathologisches. Genauso ist es mit Halluzinationen. Ich bin mit drei, ich glaube, es sind sogar vier, aber drei Chefärzten befreundet und kenne sie viele Jahre, sind Psychiater. Und da haben wir darüber diskutiert, was ist Schizophrenie wirklich? Was ist eine Halluzination wirklich? Und bleiben wir bei der Halluzination? Ja, es ist, wie du richtig gesagt hast, nichts weiter als etwas, was atypisch visuell wahrgenommen wird und was eigentlich, ja, du sagst atypisch schon, gar nicht so sehr in den Kontext passt, wo man sich gerade befindet. Also man bekommt eine Vision sozusagen. Und in diesen Visionen sind meistens, und das passiert gerade ganz besonders in den letzten Tagen, ist das passiert. Ich habe so viele Informationen bekommen, so viele Schreiben bekommen, Anrufe bekommen und Leute haben mich hier sogar angesprochen auf der Straße. Also bei mir war es ähnlich. Ich hatte dann eben auch die Erfahrung, wo es mir, obwohl ich nicht schlafen konnte, dann in einer kurzen Schlafphase, also ich hatte ein Glücksgefühl. Ich habe Informationen bekommen, ganz klar. Ich habe sie immer noch im Kopf. Mir war ganz wichtig, zum Beispiel vorm Einschlafen, ich habe das auch ausgesprochen wie ein Gebet, es ist ja wohl auch ein Gebet gewesen, und habe gesagt, liebes höhere Selbst, bitte gib mir die Informationen, die ich jetzt brauche, und morgen in der Sendung mit Frank genau die Informationen zu übertragen oder auszudrücken, die es braucht, um die Menschen genau dahin zu bringen, die Informationen zu geben, die sie jetzt brauchen. Und dass eben auch sie von ihrer göttlichen Kraft nicht nur überzeugt sind, sie auch anwenden. Das waren so in etwa meine Worte, die habe ich nicht so zensiert, aber ich habe sie mal genauso wiedergegeben. Das war mein Gebet. Also ich habe gebetet wie ein kleines Kind, ja. Also deswegen klang das auch ein bisschen sehr einfach gerade. Und dann war eben diese Phase, wachte kurz auf in dieser Phase, wo ich eigentlich gar nicht richtig schlafen konnte. Und ich hatte auf einmal genau, also mit einer 120% gefühlten 100% die 120%igen Gewissheit, genau das Konzept dafür, was ich heute sagen sollte. Ich habe ja deswegen meine ganzen Folien verändert. Also ich bringe, glaube ich, nur zwei oder drei Folien von dem, die ich gestern Abend vorbereitet hatte heute. Zum Beispiel. Spannend. Ja. Und was gibt's dann noch für Folien dann, Dieter? Oh, eine Menge. Also wir, ja. Wir werden noch nachlegen können, nur aber wir wollen das Ganze heute sehr kompakt halten, so kompakt wie möglich. Aber ich möchte nochmal sagen, uns wird eine ganze Menge an Informationen vorenthalten. Wer jetzt die letzten Tage Ausschau hält, und ich meine, wir haben ja nun einigen Wind gemacht. Wir haben darauf hingewiesen in der letzten Sendung, dass da der Stefan Burns zum Beispiel, und das macht er sehr kompetent, und aber nicht nur er, sondern viele andere auch gesagt, das ist ein Zeitfenster, da passieren sehr große Veränderungen, da bitte drauf zu achten. Selbst die Astrologen, und da gibt es auch sehr kompetente bei, von denen ich gehört habe, dass die zu den absoluten Spitzenastrologen gehören, die haben mir auch gesagt, die Konstellation ist ganz besonders. Remote Viewer haben mir da Dinge informiert, informiert. Nur, wenn wir uns da jetzt drauf verlassen hätten, dass es genauso ist, wie es ja bei vielen angekommen ist,
Letztlich sind heute die 3 Tage, glaube ich, vergangen. Das 3-Tages-Fenster ist vorbei. Er sprach ja von plus minus 3 Tagen. Ja, 3 Tage, so am 7. plus 3 Tage wäre der 10. Theoretisch sind wir dann noch in dem Fenster, aber ganz am Ende. Ganz am Ende, genau. Und ich kann euch sagen, es sind etliche Dinge passiert, die ich euch jetzt hätte auch zeigen wollen. Ich habe Screenshots gemacht, aber die Quellen waren nach wenigen Minuten nicht mehr da. Also das war nun was ganz Spannendes, eine Erfahrung, die ich noch gar nicht so kenne. Vereinzelt passiert das schon mal, aber aktuell eben tatsächlich Aussagen von Kollegen. Da steht, glaube ich, Gene Beard dabei gewesen, der was rausgeschickt hat. Fand ich sehr bemerkenswert an Messungen und die waren nach ein paar Minuten nicht mehr da. Also zusammengefasst heißt das eigentlich Folgendes, weil wir das schon erlebt haben, dass uns die wirklich großen Geschichten vorenthalten werden. Aus verschiedenen Gründen. Einmal vielleicht, um eine Massenpanik zu vermeiden, kann sein, oder uns einfach nach wie vor dumm oder klein zu halten. Wie dem auch sei, bleiben wir bei einem ganz konkreten Beispiel, das Jahr 2012. Ein Jahr der Veränderung, ja, wie das die Mayas ja schon gesagt haben und viele andere Kulturen auch, ja, wo da ein neues Zeitalter anbrechen sollte. Da ging es ja nicht um den Untergang einer neuen Welt, sondern der Anfang einer neuen Periode, eines neuen Zyklus. So, die ganze Welt achtete darauf, dass es dort große Veränderungen geben wird, große Katastrophen geben wird. Ja, und dass die Sonne, vor allen Dingen darüber habe ich ja dann auch berichtet, ja, in meinem Buch Revolution 2012. Und da gab es dann ja auch den Film, den wir später dann noch verbessert haben und Solar Revolution draus gemacht haben. Und da ist es ja 2012 nichts passiert in der Form, wie die meisten das gedeutet haben. Ja, tatsächlich ist es aber so. Und da ist diese Folie, glaube ich, sehr spannend. Wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat oder jetzt nochmal sieht, hat die NASA uns das wohlwissentlich, und nicht nur die NASA, auch ESA und so weiter, vorenthalten. Es gab tatsächlich 2012, es war im Juli, den größten jemals gemessenen Solar Flare überhaupt. Und der Chef der NASA hat damals dann gesagt, 2 Jahre später, ja, hätte er uns, das war ein Streifschuss, hätte er uns direkt getroffen, hätten wir noch die Bruchstücke aufgesammelt, also uns in die Steinzeit gebombt. Ich zitiere ihn original so. Also da haben wir quasi Glück gehabt, aber das ist kein Glück. Wir waren vom Bewusstseinsstand einfach noch nicht so weit, weil dann wäre das finale Ereignis da gewesen. Und bis dahin sind ein Großteil der Menschen noch nicht so weit gewesen. Den Schritt zum Erwachen, das Prinzip Shift auf Erde 2.0 und so weiter, sich eben aufzusteigen, nenne ich das jetzt aber so, das war noch nicht so. Das heißt, auch da wieder die kosmisch orchestrierte Ordnung, die dafür sorgt, dass das richtige Timing da ist. Aber wir sind die Timing-Lieferanten, die da auf der anderen Seite genauso mitspielen müssen. Aber diese Folie zeigt jetzt, dass uns damals schon einiges vorenthalten wurde. Man hat eben erst 2 Jahre später bekannt gegeben. Und hier ein paar Ausschnitte daraus, aus dieser Folie hier. Da heißt es, beinahe verpasst, der solare Supersturm im Juli 2012. Oben sehen wir die NASA. Ja, und da gibt es sogar noch eine Quelle, man kann das anklicken, da sieht man die noch. Ich hoffe, sie ist noch da. Sonnensturm mit 10,8 Millionen Kilometer pro Stunde. Mehr noch als das Carrington-Ereignis, ja, 1800 und ich weiß gar nicht, 59 war das. So, also das sind die Dinge, die uns vorenthalten wurden und später dann doch veröffentlicht wurden. Und ich denke und fühle und weiß eigentlich sogar, ja, dass uns hier einiges, was jetzt gerade in den letzten Tagen passiert ist, was hier an Messungen wahrscheinlich auch vorgenommen wurde, auch als Ausfall, ja, also Messausfall, wenn wir uns die nächste Grafik anschauen, sehen wir ja sowas hier in Tomsk oder das hier ist, glaube ich, eine Aufnahme, die ist gemacht worden in Italien, glaube ich, in der Messstation, muss ich mal gucken. Aber Ähnliches hat auch Ronald McRae in Kalifornien aufgenommen. Das sieht hier aus wie diese HeartMath-Station. Genau. Die, das ist wahrscheinlich die von HeartMath, die das Magnetosphäre messt auch, ja. Genau, aber es geht um die Sphärix, nach wie vor geht es um die Sphärix und wir sehen hier den Ausfall durch eine Übersteuerung, das Bild haben wir schon mal gezeigt. Aber diese Übersteuerung zeigt ja auch, dann ist die Anlage dann auch nicht mehr in Betrieb. Ich glaube, sie ist immer noch nicht in Betrieb, ja. Viele andere Messstationen übrigens auch. Die wirklich wichtigen Dinge werden uns damit natürlich gar nicht gezeigt. Nicht nur, weil die technischen Möglichkeiten nicht da wären. Die sind einfach mal so runterkalibriert, dass man dann sonst vielleicht erkennen könnte, Moment mal, diese Energie ist gerade eingetreten, die hier, das kann nicht sein. Das heißt, dann hätten wir, dann hätten zumindest die Kollegen aus der Naturwissenschaft, aus der Schule,
Wissenschaft, ich nenne es ja so, Erklärungsnot, ja, weil dann hätte eigentlich schon viel mehr auch mit uns passieren müssen. Ja, also das hat verschiedene Gründe, warum das uns vorenthalten wird. Fakt ist, dass es uns tatsächlich nicht, dass wir nicht vollständig aufgeklärt werden. Verwundert dich nicht wirklich, Frank, oder? Nein, also man kommt natürlich auf den Gedanken, weil die Sonne dreht sich ja 360 Grad, ja. Mhm. Und wir sind ja nur die 180 Grad auf der einen Seite. Ja. Und was passiert denn eigentlich auf der anderen Seite? Gibt es da überhaupt Messungen? Also wenn man sich überlegt, wie oft, also weil die Sonne sich eben dreht und wir uns drehen und so weiter, ja, wie oft eigentlich so eine Flare, also die, es ist ja wie Russian Roulette, ja, weißt du, wenn man eine Pistole hat und man nimmt alle Kugeln raus, außer eine, und dreht das Ding, und du kennst es ja, dieses Russian Roulette, you know. Welche Kugel wird dann feuern? Wird dann die Kugel eines Tages uns treffen? Und man denkt einfach, wie sonderlich es eigentlich ist, dass wir nicht mehr von diesen Kugeln, wenn man sie jetzt so sehen will, abbekommen und dass die vielleicht nach hinten losschießen. Gibt es da überhaupt Messungen, von der du was weißt? Naja, Hartmess-Institut hat ja 5 Messstationen weltweit aufgestellt, sodass man sagen kann, okay, es ist überall auf der Erde verteilt, dass eben auch entsprechend den Kontinenten dann man auch Aussagen treffen kann. Man hat ja immer nur die, du sagst richtig, eine Hemisphäre, ja, die der Sonne zugewandt ist. Wenn wir hier über die Sonne als Verursacher reden, wir haben ja einmal normalerweise immer nur die Blitze, die uns diese Spherix bescheren, ja. Die sind aber hier offenbar gar nicht der Fall gewesen. Es hat hier nicht geblitzt. Das ist das nächste Phänomen. Wodurch sind bitteschön diese Übersteuerung, diese Signale entstanden? Das ist das nächste Phänomen. Da weisen uns auch einige. Das wissen die nicht, oder? Das ist so ein Mysterium. Also ich weiß noch, ein guter Freund und Partner von mir, das war damals der Heinz-Peter Würz, der X-Boson-Kammer damals bei CERN mitgeleitet hat, aufgebaut hat, einer der Top-Quantenphysiker, der hat das Phänomen mit mir schon vor 2 Jahren, ist er das angegangen, und er hat mehrere Briefe abgeschickt, mich in CC gesetzt, zu den entsprechenden Kollegen der NASA. Einmal hat jemand geantwortet und hat dann auch sowas geschrieben wie, wir können es selber nicht erklären. Ob das wirklich so war oder nicht, die anderen blieben unbeantwortet. Also da läuft eine große Sache. Sollten wir nicht allzu viel Energie reinstecken? Ja, nur dafür, dass man sagen kann, okay, was ist denn in den letzten Tagen passiert? Mein Gott, die großen Kataklysmen sind doch ausgeblieben. Und ich gehe sogar so und sage, wie schön, welchen Stand haben wir denn jetzt schon erreicht? Ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn wir da jetzt immer noch weiter auf dieser Ebene uns noch weiter verstärken und sagen, so mächtig sind wir also tatsächlich jetzt schon, nicht irgendwann, dann sollten wir da aufsetzen und ansetzen und weitermachen. Ja, weil das ist ja, was ich eigentlich meinte, dass diese Sonnenflares, die könnten uns ja viel mehr treffen eigentlich. Und vielleicht ist es so, dass unser Bewusstsein irgendwie mit der Sonne im Spiel ist und das einfach ablenkt. Weil, you know, eigentlich, wenn du es über lange Zeit so betrachtest, ja, die Sonne dreht sich und schießt die Dinger die ganze Zeit ab. Eigentlich müssten wir viel mehr davon abkommen, aber das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Und ich sage ja, das hat alles eine gewisse kosmische Ordnung. Und ich erinnere nochmal dran, was ich am Anfang gesagt habe, eigentlich die ganzen Male, die letzten Male habe ich es immer wieder erwähnt, wie innen so außen, wie oben so unten, die hermetischen Prinzipien. Es gibt keine Trennung zwischen Geist und Materie. Es gibt keine Trennung zwischen du und ich, keine Trennung zwischen innen und außen. Und wenn man das einmal akzeptiert, dann weiß man, dass die Sonne oder der ganze Kosmos ein Teil von uns ist. Und dann redet man über Wechselwirkungen. Das Wort ist so wunderschön. Die wenigsten können das richtig nachvollziehen, was das wirklich bedeutet. Wechselwirkung sagt ja nichts weiter, als dass die Wirkungen miteinander wechseln. Was aber nur passieren kann, wenn da eine Resonanz entsteht. Ja, also das ist die Basis dafür. Ich glaube, das waren ein paar wichtige Bausteine nochmal, die wir heute hier erwähnt haben. Und schaut mal hier nochmal zu den Anomalien. Ich will nur ganz wenige rausfischen hier, die jetzt hier aufgetaucht sind, dass die Sonne zum Beispiel einen Tiefpunkt hatte, also einen, wenn man das Sonnenspektrum jetzt mal nimmt vom energetischen Energiespektrum, also in Watt pro Quadratmeter gemessen, so misst man ja heute Energie, und die Sonne ist natürlich ein großer Energiekörper, aber dass die auf Null springt, wie wir hier sehen können, ja, und verschiedene Messstationen, ja, wie wir das sehen können, am 7., es geht ja um diesen markanten Tag, das ist schon etwas, was ganz außergewöhnlich ist und auch die Kollegen es mal in, glaube ich, mehr oder weniger Erklärungsnot bringen.
Sie bringen natürlich irgendwelche Erklärungen, die sie bringen müssen. Das wäre ja irgendwie unangenehm, wenn man erkennt, dass man das selber nicht weiß. Aber tatsächlich kann ich euch sagen, das ist eine der großen Anomalien. Hier sehen wir nochmal eine weitere Grafik. Links nochmal, das ist hier aus Polen, hat mir der Thomas geschickt. Der hat eine App dafür, so dass er das sehen kann. Da sehen wir, es ist wirklich da ganz unten gerutscht, das Energiespektrum der Sonne. Ich wiederhole, Energiespektrum der Sonne. Und hier die Physikalisch-Technische Bundesanstalt macht hier in Braunschweig zum Beispiel diese Messung, macht sie nicht vor Ort, die holt sich diese Messdaten auch woanders her. Und da, wo ich die Pfeile postiert habe, sehen wir diese abrutschende Energie auf quasi null. Ja? Das ist nicht normal. Da passieren ganz große Dinge, über die wir jetzt noch eine ganze Menge reden sollten. Aber ich wiederhole nochmal, es sollte uns primär nicht um die Phänomene gehen, um die Sensation, die zweifellos da sind, die überschlagen sich noch, die Sensation. Das ist ja erst der Anfang. Sondern tatsächlich immer wieder darum, uns daran zu erinnern, was hier wirklich passiert, nämlich das Erwachen der Menschheit. Die Chance, die da ist. Und wir werden nicht zwangsbeglückt. Das kann nicht funktionieren. Wahnsinn. Auf null. Ja, hier nochmal eine, das mir der Thomas am 8. März geschickt hat, um 4.44 Uhr, finde ich interessant, diese Zeit. Thomas, das war schon, den haben wir ja schon mehrfach auch hier aufführen lassen. Da haben wir das einen Tag vorher auch schon. Das ist also etwas, was jetzt auch als neues Phänomen auftritt. Da kann man ganz viel rausdeuten, möchte ich bewusst jetzt aus eben genannten Gründen auch außen vor lassen. Gehen wir nochmal ganz kurz ein paar weitere Dinge durch, die jetzt auch gerade ganz aktuell sind. Da haben wir also auch ein Phänomen. Die Sonne hat hier einen ganz bestimmten Sonnenfleck, ja, mehrere Male so groß, zig Male so groß wie die Erde übrigens. Und da gibt es etwas, was man eigentlich in der Form, glaube ich, noch gar nicht kennt, gesehen hat, dass sich der Fleck da, das Schwarze in der Mitte, wie eine Mitose, deswegen wird das auch Mitose-Fleck genannt, trennt. Ja. Also was das nun zu bedeuten hat, da streiten sich auch noch die Gemüter. Ich bringe mal hier die Aussage als Zitat hier, ein Mitose-Sonnenfleck, auch beziffert mit AR3245, spaltet sich in zwei Teile, wandert jetzt zur erdgewandten Seite, deswegen auch der Text hier. Sonnenfleck AR3245 ist einer der gefährlichsten Sonnenflecken, denen die Erde derzeit ausgesetzt ist. Dazu sieht unsere Sonne im Moment sehr unangenehm aus. Das ist aus dem Englischen übersetzt jetzt, ja. Sie hat 11 Sonnenflecken, die derzeit benannt und der Erde zugewandt sind. So. Die Überschrift dieser Artikel und bitteschön, das ist eine kurze YouTube-Sendung von ein paar Minuten nur, unten die Quelle angegeben. Schaut euch das bitte an, es sind, glaube ich, tatsächlich nur 3 Minuten. Der Sonnenfleck AR3245 wandelt sich, er ist dabei zu explodieren, 7. März, da haben wir den 7. März. Ich habe da ja nun ganz viele, ich habe, glaube ich, 20 verschiedene, wenn man so will, markante Punkte rausgeholt, Quellen, wo ich sagen kann, guck mal, da ist was passiert. Und das habe ich heute Nacht komplett umgeschmissen. Das habe ich, glaube ich, erzählt. Und ich glaube, dass das gut ist, weil wir verlieren sonst den eigentlichen Hintergrund, um den es geht. Ja. Anomalien hier nochmal, der Schumann-Wellen setzt. Ja, warte mal kurz, bevor du jetzt weitergehst auf die nächste Folie. Also dieser Sunspot, der Fleck da, der in zwei Teile zu sehen ist, war der mal ursprünglich ein Punkt? Oder ist das, haben die das gefilmt oder aufgenommen, wie sich dieser Punkt gespaltet hat? Das ist eine NASA-Aufnahme und wenn du die anklickst, ja, dann siehst du genau diesen Prozess, wie er aus einem zwei wird. Oh, wow, das ist so wirklich wie Cellular Mitosis. Eigentlich das Wort Mitose ist ja mit Zellen verbunden, oder? Zellmitose. Das ist die Zellteilungsphase, wo neues Leben entsteht. Wow. Ist doch was, oder? Das ist sehr spannend, ja. Okay, anyway, jetzt kannst du weiterziehen. Schaut euch das bitte an hier unten. Wie gesagt, es sind nur 3 Minuten, glaube ich. Ganz schön, wenn man das sieht, denn das hat eine sehr große Bedeutung. Das, glaube ich, fühlt jeder. Ja, ja, ich glaube, das muss man betonen. Ganz genau. Anomalien setzen sich weiter fort. Das auch nochmal hier, da haben wir auch nochmal den Gene Beard, der auch aktuell gerade gestern darüber berichtet hat. Interessante Kommentare dazu, möchte ich auch nicht vertiefen. Schaut euch das bitte an, auch nur ein paar Minuten. Der macht es nie so richtig lang und das finde ich gut. Der ist sehr kompakt, der John Beard. Ich halte ihn für kompetent an der Stelle. Schaut euch das an, da hätte ich jetzt eine Menge zu sagen können. Aber das soll jetzt auch zum Ende gehen langsam. Und dann noch etwas, was ich für ganz wichtig halte. Ich möchte nochmal den Kontext herstellen, wenn wir, wie ich am Anfang gesagt habe, davon ausgehen, und das wissen wir, dass die Strahlen, die aus dem Kosmos, aus dem Zentrum unserer Galaxis hier uns jetzt erreichen, das hat man nachgewiesen, ja, durch Messung,
die uns jetzt erreichen und jetzt anfangen, immer stärker zu werden. Das wurde übrigens von den Kassiopeianern im Juli 1994 als die Welle bezeichnet. Die haben mehrere hundert Seiten zusammengefasst als in Form mit Materials, wo 20, ich glaube, sogar 30 Wissenschaftler mit dabei waren, die diese Daten analysiert haben. Die haben also nicht nur über ein Medium gechannelt kommuniziert, sondern die haben eine Technologie aufgebaut, dass sie mit denen kommunizieren konnten, ähnlich wie Professor Ernst Zinkowski das mit der Transkommunikation mit Radiogeräten gemacht hat. Ja, ganz spannend. Und da ist dadurch, dass die Aussagen von 1994 stammen, sind die Aussagen natürlich besonders spannend für die Zeit, die nämlich scheinbar auf die Gegenwart bezogen sind. Also, da nennen Sie diesen Prozess die Welle. Es ist ja eine elektromagnetische Welle, die da auf uns einwirkt. Ich zitiere hier original: Die Welle ist ein Begriff, der verwendet wird, um einen makrokosmischen Quantenwellenkollaps zu beschreiben, der sowohl eine physische als auch eine metaphysische Veränderung der kosmischen Umgebung der Erde hervorruft, die statistisch gesehen irgendwann zu Beginn des 21. Jahrhunderts statistisch wahrscheinlich ist. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passiert. Die vielen Dinge, die da auch noch kommuniziert wurden, treffen exakt zu auf die Zeit jetzt. Ja, das ist doch beeindruckend, oder? Ja, das ist sehr beeindruckend. Ich hab da auch für dich eine, die ich dir gerne vorlesen würde. Oh ja. Ja, von den Zukunftsmenschen. Das passt jetzt genau dazu, weil ich habe es gestern auf einer anderen Sendung, habe ich das auf Englisch gezeigt. Das muss ich dir jetzt zeigen, weil das ist unglaublich. Das ist die Botschaft von den J-Rods, die sagen, wenn wir die Herausforderung des Mitgefühls und der Inklusion, der Sensibilität und des Mutes lösen, die ein Symptom für eine Überladung mit Arroganz sind, dann verhindern wir eine Überladung des Planetensystems. Die Dinge laufen reibungsloser und die natürliche Sternentoraktivierung wird zu einer umso wundervolleren Gelegenheit, eine neue, ungebremste Zukunft, eine unentdeckte neue Welt zu erwecken und zu beleben, in der es statt zu einer Katastrophe, die über unsere Arroganz hineinbricht, eine großartige Resonanz des spirituellen Erwachens gibt, die eine strahlende Zukunft ankündigt, die neu geboren wird. Wow. Gänsehaut, oder? Fällst du vom Stuhl, oder? Da kriegt man Gänsehaut. Und das passt jetzt 1:1 mit dem, was du jetzt gerade gezeigt hast von den Kassiopeiern. Ja. Wir haben uns nicht abgestimmt, das weißt du. Nee, du das haben wir jetzt nicht abgestimmt. Du hast meine Folie nicht gesehen, weil ich die ja erst heute Morgen in aller Früh neu aufgestellt habe. Dann ist das Ergänzen noch zur gleichen Quelle, passt ja auch noch umso mehr. Ich zitiere hier, dieses Ereignis wird von anderen Quellen als planetarische Verschiebung zur vierten Dichte. Also vierte Dichte definieren Sie Dimensionen, ja, Schwingungsebene und so weiter. Verschiebung der Zeitalter, die Ernte und so weiter beschrieben und wird am häufigsten um das Ende des Jahres 2012 herum platziert sein. Gut, das ist nun vorbei. Das hat mich erst veranlasst zu sagen, naja gut, das war nun schon... Ja, weißt du was, Dieter? Also das ist ja genauso bei diesem Doktrin des konvergenten Zeitline-Paradox. Ja, das ist auch so um 2012 platziert, aber erstens mal wissen wir ja nicht ganz genau um die Zahlen. Ja, es könnte ja sein, dass wir jetzt erst gerade bei 2012 ankommen. Es gibt ja so viele interessante Informationen, die in letzter Zeit rauskamen, über welcher irgendein Papst hat den Kalender verschoben um 10 Jahre. Das kann ja alles passiert gewesen sein. Wir sollten uns da nicht zu eng an die Zahlen, glaube ich, hängen, sondern wir sollten uns an das, was jetzt gerade wirklich tatsächlich im Kosmos passiert, richten. Findest du nicht? Aber Frank, da gibt's doch jemanden, ich weiß gar nicht, ich komme gerade nicht auf den Namen, der hat doch mal gesagt auf dem großen Kongress, ich bin davon überzeugt, dass 2012 eine große Veränderung eintreten wird. Die Frage ist nur, wann ist 2012? Ja, das habe ich auch mal gehört. Der Name kommt mir gerade. Ich glaube, das war der Bröers, oder? Oh ja, das war der Bröers-Typ, ja, genau. Ja, okay. Frank, ich danke dir ganz herzlich. Das war wirklich improvisiert. Und dadurch natürlich authentisch in einer besonderen Qualität. Ja, das ehrlicher geht es eigentlich gar nicht. Und mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Nach wie vor möchte ich wiederholt erwähnen, dass das immer so eine Gratwanderung ist zwischen Aufklärung zum einen und aber doch die Angst zu verhindern. Ja, also dieses Maß abzuwägen. Denn ich wusste, und wenn ich das nicht gewusst hätte, dass die Dinge, die jetzt alle noch in Erscheinung treten werden, wenn das nicht
von uns angeboten wird, wie wir das tun, dann doch das Potenzial, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, wirklich in die Angst zu gehen. Ja? Und das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe. Das wollen wir auch weiter verfolgen. Und wir werden euch, liebe Freunde, weiter auf dem Laufenden halten. Und ich danke euch ganz herzlich, dass es uns gibt. Dich danke, auch. Dieter. War mir ein großes Vergnügen, heute ein bisschen nachzuholen auf diesem Thema. Hallo? Siehst du das? Ja. Ein Testalarm bekomme ich von Bayern. Ach du Scheiße, was ist das denn? Notfallalarm. Ach du Scheiße. Testalert, das muss nur eine. Okay, aber das ist doch. Ja, fuck off. Gerade in dem Moment, ich meine, also. Wow. Also, weißt du was, weil es ja. Abgefahren, Mann.